Guten Morgen, meine Lieben. Es ist Sonntag und Zeit für ein Wochenupdate. Ich habe diese Woche 300 Gramm zugenommen, was aber überhaupt nicht verwunderlich ist, aber da kommen wir gleich zu. Wir vermessen erstmal. Achso, Bild war hier gerade irgendwo. Ich vergesse das in letzter Zeit immer dazu zu sagen und reinzuschneiden, ne? Aber es ist da, hoffe ich. Brust 105, Taille 89, Hüfte 103, Oberschenkel 56 und Oberarm 32. Es ist alles gleich, außer der Oberschenkel, der ist 1 cm weniger. Das ist doch was. Also, die nicht nur meine Abnehmvideos gucken, sondern auch anderes, haben ja mitbekommen, dass ich die Woche meinen ersten Hochzeitstag hatte. Dementsprechend habe ich die Woche auch, ja. Von vorne. Ich habe die Woche 11 Wochen Extrapunkte übrig. Die habe ich allerdings fast alle gestern verbraucht, die ich nicht verbraucht habe. Also ich habe gestern 28 Wochen Extrapunkte verballert zu meinen 30 täglichen dazu, weil halt ein schöner Tag. Und habe tatsächlich die restliche Woche fast immer nur von 30 Punkten täglich gelebt. Da komme ich übrigens doch mit klar. Ich muss mich da nur ein bisschen eisern dahinter klemmen, so in etwa. Ja, gestern waren wir halt, also erstmal haben wir schon gefrühstückt mit Brötchen, Ei und ein bisschen Nutella. Dann waren wir beim chinesischen Buffet, wo ja, also all you can eat, ne? Aber dafür hat sich es noch in Grenzen gehalten. Ich glaube, ich habe allein beim Chinesen gestern 32 Punkte verbraucht. Das ist schon mehr wie eine normale Tagesreaktion. Dann hatte ich abends einen so gemischten grünen Salat mit Tomaten, Balsamico und Garnelen. War sehr, sehr cool, weil waren nur 2 Punkte. Das könnte eins meiner neuen liebsten Abendgerichte werden, weil lecker, nur 2 Punkte. Also 100 Gramm Garnelen hatte ich halt, ne? Und dann gab es abends noch Süßkram zu einem Film. Nicht wenig. Also ich habe irgendwie 100 Gramm nee, 90 Gramm Lebkuchenherzen und 70 Gramm Magenbrot oder so. Das dürften dann so 15 Punkte oder mehr gewesen sein, nur für das. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gestern ordentlich zugeschlagen. Und hatte ja auch noch Getränke und so. Und dafür war das schon vollkommen okay. Da bin ich sogar eigentlich fast überrascht, dass ich noch 11 Punkte übrig hatte von der Woche. Ja, dann waren wir gestern auch im Spa. Das hat zwar nicht unbedingt viel mit Abnehmen zu tun, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, sehr, sehr erholsam. Ich fühle mich richtig, richtig gut heute. Ich habe vielleicht ein bisschen wenig geschlafen, aber. Hey, ich bin eine Mutti, ich schlafe sowieso immer zu wenig, was soll's. Und ja, war sehr, sehr schön, dass man nur so als Zwischenfazit. Ansonsten habe ich die Woche 2 mal 3 Einheiten Kanga-Training gemacht, und zwar am Montag und am Mittwoch. Weil das so super geklappt hat, war ich fast versucht, noch eine dritte Einheit in dieser Woche hinzuzufügen. Da kam ich aber nicht zu. Ich habe am Freitag nämlich ein bisschen unsere Bücher umhergeräumt. Weil ja, das war auch schon anstrengend genug und da muss ich mir noch Sport hinterher machen. Und das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Genau. Der Kleine hatte bei Oma und Opa geschlafen jetzt die Nacht. Wir haben heute auch nicht besonders viel Zeit, weil wir fahren jetzt gleich los und holen
Carstens Oma ab und dann geht's zu meinen Schwiegereltern und gibt da wieder lecker Mittag, ist ja so eine neue Woche. ja. Ich wünsche euch noch einen erholsamen Sonntag und man sieht sich. Ciao.